Ich stelle euch heute den Hund Lucky vor. Lucky ist ein Schäfermischling, der 2016 geboren ist. Lucky ist seit circa 2 Jahren bei uns im Tierheim. Seit 1,5 Jahren wird Lucky trainiert von mir. Seine kleineren Baustellen sind, dass er in Situationen, die er nicht kennt oder auch in Hundebegegnungen oft hoch erregt ist und durch seine Größe und auch durch sein Gewicht einfach schwer zu kontrollieren ist. Zu Hause ist Lucky ein sehr ruhiger, entspannter Zeitgenosse, der schnell runterfährt, der zur Ruhe kommt und auch seinen Platz, wo er zur Ruhe kommen kann, auch sehr gut akzeptiert. Bei Trockenfutter oder generell Futter hat Lucky wenig bzw. gar keine Probleme, außer bei Knochen. Da muss man am Anfang auf alle Fälle aufpassen bei ihm. Was sehr wichtig für seine neuen Besitzer ist, Struktur vom Tag 1, das heißt kontrolliertes Leinengehen, zu Hause einen festen Ruheplatz, regelmäßige Gassi-Zeiten bzw. auch weite Spaziergänge, dass Lucky auch sich auslassen kann und austoben kann. Draußen benötigt er aktuell leider auch noch einen Maulkorb, einfach um die Sicherheit der Gesellschaft bzw. der anderen Hunde auch zu gewährleisten und auch für das eigene Wohlbefinden der neuen Besitzer. Also Voraussetzung für Lucky auf alle Fälle ist eine Familie ohne Kinder, der ländliche Bereich, wo jetzt nicht permanenter Hundekontakt ist. Mit Artgenossen hat Lucky durch seine schlechte Haltung leider bei den Vorbesitzern ziemliche Probleme mit der Sozialisierung. Hat Probleme mit Kontaktaufnahme. Wenn Lucky mal Hunde kennt, ist er sehr neutral und kann mit denen auch weite Spaziergänge an der Leine machen, ohne dass er die Hunde irgendwie attackiert oder starken Kontakt sucht. Wenn ihr Interesse an Lucky habt, dann meldet euch im Tierheim München im Hundehaus 3. Nicht los. Komm mal her. Alles so schwer. Ja.